Heute die Kranbaustelle in Apen als Subunternehmer. Machen wir mal kurz Licht an. Ja, auch das gehört zu den Aufgaben eines Chefs. Ne? Du bist morgens meistens der Erste, außer muss vorhin noch irgendwie ins Büro oder so. Bereitest alles vor, damit alles fertig ist und wir dann so los können. Ja? Und abends bist du definitiv der Letzte, weil du musst den ganzen Tag noch nacharbeiten. Musste ich noch im Büro kümmern und so. Jetzt hätte sich mal einer auch ums Tanken kümmern müssen, der ist nämlich wüst. Da werde ich da auch gleich wohl erstmal hinfahren müssen, der ist nämlich leer. Ich habe den hier noch getankt, damit der heute voll ist. Ich habe vorgestern den getankt. Ich hätte den auch mal gleich tanken sollen, dann wäre es erledigt gewesen. Naja, dann ankuppeln und tanken fahren. Mats hat auch gerade über Funk gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Er glaubt, er sieht sie schon. Da vorne ist auch schon abgesperrt für uns. Ja, dann fahren wir da hin und legen los. Die Tanne da. Wie gesagt, wir haben verkehrsrechtliche, abgesperrt ist auch schon. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie auf die Kette kriegen. Ich mache schon mal die Blitzi-Randale an. So. Markus steht auch schon da. Opa, dann legen wir los. Legen wir los, legen wir los. Ihr Picks oder noch einen mehr nehmen? Muss ich gleich gucken, wie viel Picks. Theoretisch können wir sogar mit der Bühne dran. Oh, ist nicht so schlimm. So, wir bringen den Hulk gerade in Position. Eine Hand krant, eine Hand filmt. Das Gute ist, wir haben wie gesagt hier eine Sperrung für den Parkstreifen. Das ist sehr schön. Und wir stehen mit dem Hacker auch press, dass wir hin können. Ich würde jetzt gerne zwei Funktionen gleichzeitig fahren, aber wenn ich die Kamera am Helm habe, dann wackelt das für euch zu doll. So, dann schwenken wir mal darüber. Ist wie gesagt nichts Wildes. Da die Tanne. Die machen wir dann jetzt einmal ratzfatz weg. Und dann ist halt alles schick. Die fliegt hier in den Hacker. Ich sag mal, vom Setup her geht es gar nicht geiler. Wir stehen press dran. Sehr schön. So, hätte man die mit der Bühne von hier zu Brei schneiden können? Ja, klar, hätte man. Aber dann wäre man eben länger beschäftigt gewesen. Für uns ist das so ein Ding im Vorbeifahren. Das heißt, wir picken die jetzt hier weg. So, noch ein bisschen Spannung drauf. Schick.
oder? Ein bisschen aufwassen noch, Ketten abbauen, dann die ganze Rot so ein Hacker. Ja, ich bin auch aber zwei, denke ich. Ja, wir kommen hier sonst auch ins Schwimmen. Ja, ein bisschen tiefer. So, nächster Pick ist schon fertig, quasi. Matze geht runter, wir gucken noch irgendwie tief. Und dann ja, ist das jetzt hier gleich auch schon wieder. Ich denke, da wo die Äste aufhören, zack, und dann hinterher den Reststamm noch einmal und dann ist das schick. Matze? Hier ist irgendwo so ein Kleiberhäuschen unten drunter versteckt. Ich glaube da, dass du da nicht reinsägst, da hast du Kette im Arsch. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die restlichen Äste wahr und hier, wo das unten so dünn und fisselig wird, sodass wir dann vorne einmal alle Äste liegen haben, dann noch einmal Reststammpick und fertig, oder? Klingt nach dem Plan. Ja, aber ich muss es hier auch noch hinlegen. Bringt uns das, wenn wir alles voll haben und gucken, ist nicht kaputt.
So, da kommt das nächste Stück angefliegt. Geflogen. Ich kann durchaus Deutsch, keine Sorge. Ich muss mal gucken, wo ich euch jetzt hinhänge, weil das war gerade schon doof irgendwie mit der Kamera. Begrenzung ist meist nicht der Platz zum Hinlegen. Begrenzung ist meist umgekehrt. Begrenzung ist meistens nicht Kapazität vom Plan, sondern begrenzt ist meist der Platz zum Hinlegen. So wie hier auch wieder. Ne? Wir haben hier nur die Auffahrt. Und es ist halt, dass das jetzt alles hier vorne auf den Haufen soll. Deswegen habe ich den hier direkt an den Haufen aufgelegt. Runter liegt alles dann schon direkt am Hacker. Das wird schon. Tiefer kann ich nicht. Muss einem einmal bleiben. Legen wir auch von Hand weg, weißt du, was ich meine?
Den meine ich ja mit der Lieben, mit der letzte Pack hier ist. Komm mal dran, tot. Dann noch ein Ast dran. Oder wir sehen den Hund. So, letzter Pick. Mau Mau. Aufbauen hat am längsten gedauert. Wie immer eigentlich. Auf- und abbauen dauert am längsten. So, dann noch einmal den Stamm da hinschmeißen und dann ist das schick. Quatsch, ey, wir haben Hacker mit Kran, dann benutzen wir einen Hacker mit Kran. Weißt du, was ich meine? Das wäre Quatsch, den Scheiß von Hand reinzubringen. Da liegen die Sachen noch auf der Äste, oder? Ja, guck ich gleich. Oh, boy.
Straße. Welchen? Hackerkran, wa? Legen wir da mit an der Hecke. Würde ich einfach mit denen abhängen, hier hinlegen, dann hat das weg. Boah. Schlagen wir den auch ein bisschen mittig an, ne? Dass der quasi liegt. Also Hochkantstellen ist immer scheiße, siehst du, da muss ich platt legen, dann besteht die Gefahr, dass sie rutschen. Knallt mir so eine Stütze, habe ich Geburtstag. Abgesehen davon, dass das wahrscheinlich 3,50 Euro kostet, ist der Kran dann ja erstmal eine Weile außer Gefecht. Das ist das, was viel mehr nervt.
Und während hier nochmal kurz gehakt wird, das ist übrigens Carsten, für den machen wir den Job hier heute, während nochmal kurz gehakt wird, ist der Hulk auch abgebaut. Jetzt pusten wir noch einmal und dann ist die Baustelle schick. Hat insgesamt keine Stunde gedauert. So war es auch geplant und so ist es dann auch passiert. Sehr schön. So soll es sein, ne? Das war der Grund, warum wir es mit dem Kran gemacht haben. Hätte sonst länger gedauert und wäre auch mehr Arbeit gewesen. Ne? Das ganze Stammholz da riggen oder so ist pain in the ass, das wollt ihr nicht. Jetzt wie gesagt noch einmal pusten, alles abgebaut, Platten aufladen, Holz wird Freitag abgeholt von einem Bekannten, von Markus, dem schenken wir das. Dann brauchen wir nämlich nicht wieder herfahren. Klar hätte man das auch in Hulk stapeln können, aber ja, wo soll ich damit hin? Ich habe keinen Firmenplatz, ich kann es nirgends lagern, ich kann es nicht aufarbeiten. Ich habe keinen Sägespalter oder so. Von daher ist das für mich, ja, nur Arbeit. Gut, also wie gesagt, abgebaut, hier noch einmal pusten, Scheißrest rein in den Trichter, Abfahrt, nächste Baustelle. Ja, wie ihr gesehen habt, das Video ungeschnitten, so gut wie ungeschnitten. Die einzigen Unterbrechungen, die halt drinne waren, war, ich muss zwischendurch immer mal die Kamera ausmachen und wieder anmachen, weil wenn die länger als 12 Minuten durchgehend filmt, speichert sie mir das auf der Karte woanders. Und so haben wir das alles chronologisch hintereinander. Ja, ist mal wieder spät geworden heute, deswegen bin ich ein bisschen müde, aber wollte euch das Video auch schneiden und euch nicht vorenthalten. Ein anderes Ding habe ich noch. Wir suchen Personal. Wenn ihr also Teil dieser Firma werden möchtet und einen Bühnenbediener habt, also Baum AS2, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Auch gerne Kletterer Baum AS1, also Kettensägenbediener, Bodenleute können sich auch gerne bewerben. Wir suchen aber eigentlich tatsächlich lieber was, was Baum AS2 oder SKTA vielleicht sogar B hat, also Kletterschein, weil ich würde eben gerne wieder mehr Arbeit wegkriegen. Wir haben im Moment 62 noch nicht verplante Aufträge im Vorlauf und ungefähr 30 verplante, also insgesamt über 90 Aufträge im Vorlauf. Und wir brauchen Personal. Es mangelt uns also nicht an Arbeit, es mangelt uns an Personal. Und wenn du eben Bock auf Bäume hast, Bock in dieser Firma zu arbeiten, ein Kletterer bist oder ein guter Bühnenbediener, Erfahrung im Regen hast und so, Erfahrung mit der Baumpflege hast, ne? Die Fellsaison ist so gut wie vorbei, die Pflegesaison steht vor der Tür, ne? Viele haben öfter mal kritisiert von wegen, warum heißt du eigentlich Baumpflege, wir sehen dich immer nur fällen, das ist Quatsch, ich zeige auch ganz viel Pflege. Die Fellvideos sind in der Regel nur die interessanteren, weil da auch mehr Technik zum Einsatz kommt. Guti, also bewerben, Leute, Teil des Teams werden. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Persönlich finde ich es ein bisschen schade, dass das Video von mir und Anna Caroline nicht so gut angekommen ist. Weil das waren die einzigen zwei Tage, die wir frei hatten. Wir waren also zwei Tage jetzt in der ganzen Zeit, wo Urlaub war, also von kurz vor Weihnachten bis nach meinem Geburtstag, also am 9. Januar, sind wir wieder angefangen zu arbeiten, kurz nach meinem Geburtstag. Und in der ganzen Zeit hatten wir mal abgesehen vom Heiligabend und den zwei Weihnachtsfeiertagen, wo wir bei Anna Carolins Eltern waren, hatten wir nicht einen freien Tag, haben den Jahresabschluss vorbereitet und hatten dann eben auch das Gespräch mit dem Steuerberater und alles. Hatten Gespräche mit der Bank, hatten dies, hatten das, haben also wirklich keine freie Minute gehabt, haben Belege abgeheftet und Rechnungen fertig gemacht und hast da alles nicht gesehen. Na, und diese zwei Tage da beim Pferd waren die einzigen zwei freien Tage, die wir uns gegönnt haben. Und da habe ich gedacht, lasse ich euch dran teilhaben. Naja, und scheinbar interessiert es keinen, dass ich auch mal einen Tag frei brauche und vor allem auch, dass Anna Caroline und ich finde ich auch mal einen Tag frei verdient haben.
Weil letzten Endes schafft sie hier genauso in der Firma mit, wie ich quasi auch. Wenn auch meist im Hintergrund und im Büro, ne, macht die ganzen Buchungen. Ah, telefoniert mit Firmen, klärt die Sachen mit dem Steuerberater etc. pp. Ne, bucht die Belege ein und all so ein Scheiß. Marie ist ja quasi fürs Angebote, Rechnung schreiben und fürs Telefon zuständig. Den ganzen anderen Kram, ja, machen Anna, Caroline und ich, wobei federführend. Anna, Caroline, ich bin da eigentlich nur ja, administratorisch tätig. Ausführende Person ist Anna, Caroline. Von daher hatten wir nicht eine Minute frei zwischen den Feiertagen, bis auf diese 2 Tage beim Pferd und bis auf die 3 Tage bei ihren Eltern. Und ja, es leidet einfach alles drunter, ne? Ich meine, letzten Endes, klar, wir sind selbstständig. Die Firma geht vor, das ist klar. Anna Caroline ist auch selbstständig mit ihrem Pferdetraining. Und ja, ich glaube, das würde allen mal ganz gut tun, mal 2 Gänge zurückschalten zu können. Oder auch mal 3 Gänge, weil rein vom Kopf her, ne, man merkt das, ich habe öfter mal Wortfindungsstörungen und so eine Geschichten. Ich meine, dank der guten Pflege und dank des guten Essens bin ich wenigstens nicht wieder abgemagert. Also ich stehe sogar ganz gut im Futter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht schon fast verkehrte Kante. Aber das braucht man teilweise auch, so hart wie es klingt. Aber durch den ganzen Stress, ne, wenn man dann auch noch körperlich wenig dazu zu setzen hat, ne, dann ist man auch ein Stück weit anfälliger, sage ich mal. Ne. Und dadurch, dass ich wenigstens jetzt gut im Futter stehe, kann ich eitlige Dinge viel, viel besser wegstecken, als noch zu der Zeit, wo ich ein unter 60 Kilo Hungerhaken war. Naja, aber wie gesagt, für Anna Caroline auch alles nicht einfach, den ganzen Kram unter einem Hut zu bringen. Das Pferdetraining und auch ihr Pferd ist tatsächlich ein sehr großer mentaler Ausgleich für sie. Und ich finde es dann einfach schade, dass das eben nicht so gut ankommt. Aber naja, letzten Endes ist hier scheinbar eine Baumpflege-Community, was auch okay und gut ist. Aber wie gesagt, ich würde euch auch gerne mehr an meinem Privatleben teilhaben lassen, auch wenn ich fast keins habe, aber ja. Wie gesagt, wir brauchen Personal zur Entlastung. Wir brauchen also Mitarbeiter, die uns entlasten, keine Mitarbeiter, die uns belasten. Von daher, wenn du Kletterer bist oder pfiffiger Bühnenbediener, Erfahrung in der Baumpflege hast und Bock auf Veränderungen hast, dann darfst du dich sehr, sehr gerne bei uns bewerben. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift hier, fast 7 Minuten. Von daher, schönen Sonntag bis Mittwoch. Abonnieren, Glocke nicht vergessen. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Der Hulk hatte seinen ersten Einsatz als Krandienstleister und es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.